viele Bauarten für unzählige Zwecke schaffen und dabei Abertausenden Brot geben. So hieß das Friedensprogramm der deutschen Lokomotivwerke. Doch der Krieg brachte auch hier eine revolutionäre Wendung. Die Konzentration aller Kräfte auf ein Ziel. Nur noch eine Lokomotive, die auf allen Strecken in Frost und Hitze durchhält. Nur noch eine Lokomotive, aber die beste und einfachste für den Einsatz im Kriege. Nur noch eine Lokomotive, doch gemeinsam gebaut von allen Lokomotivwerken des Reiches. Das erforderte die sinnvolle Verteilung der Arbeit auf viele Werke, die strengste Normung aller Teile, die äußerste Vereinfachung jeden Werkstückes. Das heißt, jährlich Tausende von Lokomotiven mehr als im Frieden bauen, ohne mehr Arbeitskräfte als bisher zu beanspruchen. Das bedeutet, die Weite des europäischen Raumes meistern, soweit Räder über Schienen rollen. Radsätze, Druckbehälter, Funkenfänger, Treibstangen, Rotzylinder und viele andere Lokomotivteile sind planmäßig von den anderen Werken angeliefert worden. Der Bau der Kriegslokomotive 52 kann auf vollen Touren laufen. Es ist in der Tat ein gigantisches Projekt, die so pathetisch propagierte Massenproduktion der Kriegslok 52. In den knapp 4 Jahren vom Auftritt des Prototyps bis zum Zwangsstopp 1945 werden über 6000 Maschinen dieser Baureihe hergestellt. Die Entwicklung der Baureihe 52 ist ein Notprogramm. Die eroberten Ostgebiete haben der Deutschen Reichsbahn enorme Transportprobleme gebracht, denen sie schließlich nicht mehr gewachsen ist. Den schlimmsten Einbruch gibt es im berüchtigten russischen Winter 1941-42. Die extremen Witterungsbedingungen führen dazu, dass viele der im Osten eingesetzten Dampflokomotiven versagen. Die Truppen- und Nachschubtransporte drohen zum Erliegen zu kommen. Im Dezember 1941 fordert die oberste Heeresleitung alle Lokomotivhersteller des Deutschen Reiches auf, so schnell wie möglich eine besonders widerstandsfähige Lokomotive zu bauen. In größter Eile wird die Baureihe 52 entwickelt und in einer beispiellosen, konzertierten Aktion in einer bisher nicht gekannten Massenauflage produziert. Schon ein Jahr nach dem Erscheinen des Prototyps im September 1942 sind mehr als 2000 Lokomotiven dieser Baureihe im Kriegsdienst. Die 52 zeichnet sich durch eine extrem einfache und äußerst robuste Bauweise aus. Aufgrund geringer Achslasten, Achsdruck 15 Tonnen, kommt sie selbst auf sehr schlecht ausgebauten oder provisorisch verlegten Gleisen gut zurecht. Für die damalige Zeit hochmoderne Techniken werden für die Materialprüfung eingesetzt.
Es ist schon fantastisch, mit welch geringem Aufwand an Zeit und Material diese Riesenserie aus dem Boden gestampft wird. Kriegslok 52 ist auf der Basis der bewährten Baureihe 50 entstanden. Die dabei erreichten Einsparungen sind erstaunlich. Setzen sich die Lokomotiven der Baureihe 50 aus ca. 6000 Einzelteilen zusammen, so haben die 52er Maschinen über 1000 Einzelteile weniger. Darüber hinaus werden gegenüber der Reihe 50 etwa 3000 Teile vereinfacht. Auf diese Weise gelingt es, die Materialeinsatzmenge von 165 Tonnen bei der Reihe 50 auf sage und schreibe 130 Tonnen zu senken. Diese extreme Rationalisierung bringt im Vergleich zur 50 eine Einsparung von über 6000 Arbeitsstunden pro Kriegslok. Danke. Für die Werksabnahme genügt's. Zurück. Fertig machen.
So viel Zeit nahm man sich für die Werksabnahme. Jede Stunde zählte. Fast 4000 dieser Lokomotiven für den Krieg bleiben in diesem Krieg auf der Strecke. Manche von ihnen nur wenige Tage nach der Auslieferung. Den Überlebenden werden in der unmittelbaren Nachkriegszeit elementar wichtige Friedensaufgaben zufallen. Im zerstörten Deutschland dampfen sie für den Wiederaufbau. ...1953 sind bei der Deutschen Bundesbahn noch etwa 100 der ehemals über 6000 Kriegsloks im Einsatz. 10 Jahre später ist die 52 vom Streckennetz der DB verschwunden. Lange wird es noch dauern, dann werden wir in automatisch ferngesteuerten Zügen sitzen. Nein, mein Lieber. Bei einem so vielgestaltigen Betrieb wie dem unserer Reichsbahn ist und bleibt der denkende Mensch unentbehrlich. Automaten dienen der Sicherheit und schalten menschliche Irrtümer aus. Aber eines können sie nie ersetzen. Das Pflichtgefühl des Menschen. Sehr viele Reisende über Hildesheim hinaus. Danke, auf alle Fälle bestellen wir in Hildesheim einen Verstärkungswagen. Jawohl. Na klar, Mensch, das war doch ein Vorsignal. Vogel, lass mich doch mal sehen. So, Jungs, wir wollen uns mal fertig machen. Damit wäre Mutter aber wohl nicht einverstanden. Doch. Und wenn ich groß bin, dann wäre ich auch Schaffner und kann immer umsonst fahren und immer knips. Und ich darf Lokomotivführer werden. Na, das hat ja noch eine Weile Zeit. Aber stellt euch das mal nicht so einfach vor. Hier aus dem warmen Abteil heraus, da sieht sich ja das alles ganz schön an. Aber da draußen... Eine Hundekälte. Ja, da kann dann hinten doch die Spucke einfrieren. Da kommt Emil, der tautet hier auf. Ah. Ist das aber eine Freude. Ja, eigentlich ist es so kalt geworden, wa? Ach, ach komm man schon. Jo. Ja. Ja. Emil, Mocker! Falscher Zeit, Willem. Das Lokal ist ja noch geöffnet.
Bruno kommst du auch ran. Alles fertig, die ersten drei Wagen nach Gleis 30. Wegen die Kälte, weißt du? Da ist es schon wieder so weit. Signal steht. Ah, dann müssen wir los. Ah, schön. Bitte schön, bitte schön. Stell mal hin, stell mal hin. Los, Kinders. Denk mal gut hin, nicht? Wie spät hast du? 7.32 Uhr. Uhr 19. Einfahrt D28. Sie müssen in den Hamm umsteigen und haben sofort Anschluss. Zweiter Klasse zur Mitte, bitte. Wir haben noch 3 Minuten Aufenthalt. Der Kurswagen nach Amsterdam wird hinten angehängt. Verstanden? Ausfahrt für D28. Ausfahrt für D28. Fahrt 4D28 ist gesichert. Als Anfänger macht man sich kaum einen Begriff davon, was alles dazu gehört, einen Zug sicher in das Schienengewirr zu führen. Ja, mein Lieber. Und diese Arbeit muss schon während der Fahrt für jeden Zug auf allen Bahnhöfen geleistet werden. So wie hier sorgen überall in Deutschland unsere Kameraden für die Sicherheit des Verkehrs. Bei Tag und Nacht, im Sommer und Winter. Thank you.
2 Jahren. Komm,